Moskau ist noch mit Novgorod beschäftigt. Schon wieder hinten ein bisschen was. Ein bisschen alles. Wie groß bist du noch? 98, ja, könnte es eigentlich komplett. Wenn er den wollte. Genau, die Urgisch akzeptieren noch. Und Tscherkessisch dann. Oh, da haben wir gar keinen Waffenstillstand mehr. Ja, ein bisschen viel des Ganzen. Ein Nachbar hat's schon. Ah, durch die Dings hier haben wir es auch bekommen jetzt. Das ist gut. Das sind wir auch gleich durch. Hm, sehr gut. Dann können wir hier mal kurz die Institutionsverwaltung anmachen. Jo, passt. Interessant. Das ist auch Trapezuntier. Mhm. Dann unterdrück mal. Als unten wieder da. Hm. Das bringt halt auch nichts, ne? Gleich so viel auf einmal. Ist aber nicht schön. Zwei Jahre, acht Jahre. Der Schuh wird immer mehr geduldet. So ist aber auch. So, hier ist durch, da ist durch. Fehlt's noch hier. Nächstes Jahr. Irgendwann. Pass auf. Asov ist mehr Handel, würde ich so sagen. Hm.
Okay. Oh. Gleich am Limit, das ist auch nicht schön. 160 wird es kosten. Oh, das geht eigentlich. Zentralasien. Wir holen uns mal Infos hier. Ah ja, okay. Ein bisschen noch Vasall, aber. Ist er noch nicht gestorben? Nee. Interessant. Kasan, blaue Horde. Ganz schön untereinander verbündet hier wieder. Ne, 58. Ich glaube, viel billiger wird es in nächster Zeit nicht. Ich muss meinen Kredit aufnehmen. Die Armee noch ein bisschen untersetzen. Haha. Die Horde geht nicht. Ach, schade. Wir können natürlich Polen nehmen. Ungarn hat kein Bündnis mit Österreich. Schade. Wo es mal braucht, dann haben sie es wieder nicht, ne? Immer das Gleiche. Was habt ihr jetzt genommen? Das ist da oben, okay. Nicht dein Ernst. Polen hat mit der blauen Horde Bündnis gemacht. Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf ja nicht wahr sein. Wäre sogar noch einigermaßen ausgeglichen. Malachei könnte man noch. Kasan würde ein Bündnis machen. Oh, okay.
Das ist auch nicht gut, wenn die jetzt da ein Bündnis gemacht haben. Das ist eher nachteilig für uns. Ungarn wäre halt noch was, ne? Dann mit denen zusammen gegen die anderen. Pass auf. Das dauert mir zu lang, oder? Rivalen, wir nehmen ihn jetzt als Rivalen. Weiß es nicht. Böhmen, Venedig, Polen. Muss ich Polen nehmen? So. Er hat mein Bündnispartner. Nicht ganz, fast. Böhm, Moskau, Ungarn. Das schickt mir dir doch mal eine Beleidigung. So. Kann natürlich passieren, wenn ich Ungarn ein Bündnis mache, dass der Dings nicht angreift. Das mal so. Flüchtlinge aus Byzanz. Oh, kosten wir Technologie. Gerne. Toleranz, Missionarstärke. Ich nehme mal die Toleranz. Nummer 7 Jahre. Einmal da hoch, bitte. Okay, das ist dann auch mit drin. Hätte ich mir das ersparen können. Krim 19. Ja, da kommt es auf jeden Fall in der Krim raus. Toll, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen.
Bündnisse, immer noch nicht Ungarn. Und Harvard. Hash ist unfruchtbar. Toll. Tauschhandel nimmt zu. Finde ich nicht gut. Ah, shit, ey. So. So knapp. Sehr nervig. Grundsteuer, ja. Grundproduktion, ja, das liefert die Grundproduktion. Da habe ich mehr von. So. Komm, mach ein Bündnis mit mir. Bitte. Nicht die gleiche Religion, ja, das kann ja egal sein, oder? Guck mal. Jetzt sind wir schon über 100. Ich würde fast jeder mitkommen, bis auf die hier, das ist aber okay. Die haben ein bisschen mehr Truppen, aber das soll nicht das Problem sein. Normalerweise. Check 6 kann man schon machen. Ja, auf jeden Fall ein Vorteil, ne? Meinung von Böhm mindestens 100. Ja. Das ging nach einer guten Idee. Gut. Wir müssen ja bloß noch irgendwie Bündnisse hinbekommen. Mit den zwei am besten. Das wäre optimal. Hast du rivale Böhmen? Ja, leider. Ist jetzt nicht so gut. Komm, Ungarn, mach ein Bündnis. Gleiche Religion ist nicht. Beziehung, ja, Beziehung halt, ne? Und die Haltung müsste geändert sein. Das wäre optimal. Könnt ihr mit Nogai und Kasan ein Bündnis machen? Interessant.
interessante Option. Muska hat Darlehen. Hast du Schulden oder was? Das sieht man jetzt leider nicht. Noch 1000 bekommen an Rekruten. Oh, fruchtbar. Sehr schön. Falls der andere stirbt, das ist dann ganz gut. Wegen 10 Punkten, ey. Sehr nervig. Alles viel zu knapp hier. Das ist nervig, wenn es immer so knapp ist. So, jetzt müsst ihr aber wollen, oder? Ja. Ich hoffe, der Osmane kommt jetzt nicht auf die Idee, Ungarn anzugreifen. Das wäre schlecht. Ich glaube, ich sollte mir mal kurz einen Spielstand sichern. So. Nicht, dass er da jetzt angreift. Oder so Späße. So, Krieg erklären. Achso, ich habe gar keinen Anspruch. Fällt mir gerade so auf. Sollten wir vielleicht machen. Oh. Ach so, durch das Bündnis ist der andere etwas eingepieselt, glaube ich, oder? Ja, ein bisschen. Hey, kaum noch Inflation. Ich bin begeistert. Staatsehe aus Ungarn. Will ich eine Staatsehe mit Ungarn? Das ist die gute Frage. Warum nicht?
Können Sie mal jemanden nach Azov schicken? Dann geht es ein hoffentlich ein bisschen schneller, das Ganze. Bis 76, 6 Jahre, ey. Kurz ist anders. Provinzen markieren hier. Was ich dann gern hätte, so. Yay. Das wird es nicht zufällig machen, oder? Oh, doch. Jetzt mag er uns. Wir machen mal ein Bündnis. Dann hoffe ich mal, damit wir den Krieg erklären können. Achso, ich brauche noch den Anspruch. Moment. So rum. Echt jetzt? Die anderen wollen nicht mit. Ist der Krieg jetzt auf einmal zu weit weg? Brüchig halt die Gefallen. Die Dings hier. Oh, ich kann die Wissensteile anbieten für 1,60. Ja, machen wir. Gehen wir da mal hofieren. Und hier auch. In der Hoffnung, dass wir da genug schnell genug Gefallen zusammenbekommen. Das wäre schön. Bin ich mal gespannt. Dann müssen wir jetzt bloß noch warten.